Naja, gut. Ja, wieso mag ich kann ich ja gut. Sei es drum. Hi und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo mit einem Ho, das sich ein bisschen angehört hat, wie wenn so ich das meinte. Ja, heute ist Mittwoch und heute habe ich euch mal wieder eine Geschichte zum Berichten oder eine, so dumm gelaufen oder. Wenn man eben so richtig ins Fettnäpfchen tritt, dann mal mit Vollgas rein. Geschichte und ja. Also, die Geschichte hat angefangen im Januar. Man wird es nicht glauben, aber tatsächlich schon im Januar hat diese Geschichte ihren Beginn. Ich habe vergessen, meine Haare zu waschen, shit. Tut mir leid, das ist jetzt nicht so wichtig. Mir fällt nur gerade ein, dass ich vor kurzem bei Babette war und gesagt habe, ich muss Haare waschen und ich jetzt wieder zu ihr hingehe und ich es immer noch nicht erledigt habe. Also hat das gar nichts mit der Geschichte zu tun. Ja. Also auf jeden Fall im Januar habe ich ja meinen Mac bekommen und vielleicht habe ich es erzählt, ich will sagen, jetzt nicht. Ja, aber da war es so, dass der ja am Anfang, doch ich habe es erzählt, doch ja, der hatte am Anfang ja keinen Ton. Und da ich ja sehr viele Videos gucke und sehr viel Zeit auf YouTube verbringe und so weiter und für mich das überhaupt nicht ging und wir nicht wussten, wann der Reparaturmensch Zeit hat, haben meine Mutter und ich in der Nacht- und Nebelaktion, naja, Nacht war es jetzt nicht, aber neblig war es auch nicht, aber auf jeden Fall war es spät. Kurz vor Ladenschluss wollten wir noch zum Euronics. Aber die haben dann schon zugehabt, was ich echt voll uncool fand, weil die haben eigentlich steht da 18 Uhr Schluss und wir sind um 17:30 Uhr sind wir hingekommen und da war der Laden aber schon zu und da war auch keiner mehr im Laden drin, also Gäste, Kunden, Gäste, was anderes. Also das fand ich schlechten Service. Ja, und so mussten wir dann halt weiterziehen zum Mediamarkt. Und dann sind wir da gewesen, haben uns beraten lassen. Na gut, Leo, hör auf zu kratzen. Haben uns beraten lassen. Und ja, dann wir hatten eine sehr gute Beratung und haben dann auch ein Tablet gefunden. Das ist einfach dann, also so eine Mischung aus Tablet und Computer, das war so ein 2-in-1-Ding. Entschuldigt mich, ich muss mal ganz kurz meinen Hasen von der Brücke holen. Ja, entschuldigt, mein Hase hat gerade widrige Umstände und aufgrund dessen habe ich ihn gerade von der Brücke runterholen müssen. Ja, auf jeden Fall haben wir dann das Gerät gefunden. Ich fand es auch toll. So, es hatte ein super Display und die Tastatur hat mir auch gut gefallen und ich war ganz begeistert. Ja. Und dann sind wir nach Hause gegangen. Ich habe das Teil angemacht, habe es angefangen einzurichten. Wir hatten recht gutes Internet drauf, war alles super. Und ja, dann habe ich es wieder ausgemacht und dann habe ich es am nächsten Tag angemacht. Dann ging es nicht mehr an. Dann habe ich mir überlegt, okay, shit. Dann habe ich es nochmal probiert, immer noch nichts. Und dann beim dritten Mal gucken habe ich gemerkt, dass der An- und Ausknopf in das Gerät reingeschlüpft ist. Da habe ich mit dem Fingernagel gepult, um diesen An- und Ausknopf rauszuholen. Und habe ihn dann auch wieder rausbekommen. Konnte dann trotzdem noch so zwei, drei Videos gucken und alles. Und war alles dann okay. Und dann am nächsten Tag war der Knopf komplett weg. Also das war an einem Samstag haben wir es gekauft. Am Sonntag hat es gesponnen. Mittwoch sind wir es dann reklamieren gehen, mussten wir es reklamieren gehen und haben dann ein Ersatzgerät bekommen. So, kleine Randnotiz an mich im Nachhinein. Ich würde mich jetzt im Nachhinein so gerne ohrfeigen dafür, dass ich mir ein Ersatzgerät gekauft habe. Also ein Ersatzgerät genommen habe. Es war eine ganz beschissene Idee. Aber ich erzähle weiter. Ja, dann war es so, dass wir das Ersatzgerät hatten. Dann habe ich das wieder eingerichtet, aber muss ich zugeben, erstmal eine Weile lang liegen lassen, weil dann eben der Mac wieder ging und dann habe ich lieber da dran gearbeitet, war dort und so. Und ja, dann irgendwann habe ich gedacht, ja, ich will einen Text schreiben, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Und ja, dann habe ich mir so gedacht, ja, eigentlich wäre es praktisch, wenn ich das Gerät noch weiter hätte.
Und aber mit einem größeren Speicher, damit ich darauf Texte schreiben kann und so ein bisschen Office-Zeug machen. Und dann haben wir eine M2-SSD gekauft. Das ist so ein Chip-Ding. Sie war im Angebot, glaube ich, also wirklich mit halbem Preis zu dem, wo man es sonst kriegt. Und da habe ich gedacht, naja, gut, ich bin echt doof. Glaubt mir. Also in diesem Punkt, ich bin bescheuert. Aber sie müssen es gleich merken. Ja, Supi, Mutti nickt sogar. Und auch meine Nase nickt mit. Das ist echt hart. Nee, und nachdem du heute Eierlikör gesoffen hast, will ich von dir gar nichts hören. Ja, also. Ja, die Geschichte erzähle ich ein anderes Mal, glaubt mir. Kurzfassung, ich habe Kuchen gebacken, der Deckel vom Eierlikör ist in der Hasenstall geflogen. Hase schlägt Eierlikör aus, Hase ist besoffen, Hase ist heute ein bisschen düdelig. Elena hat ein schlechtes Gewissen und fühlt sich furchtbar. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich das Gerät, dadurch, dass da eben diese Chipkarte war, habe ich mir im Internet ein Video angeguckt, wie man das System umziehen lässt und alles. Und dann habe ich gemerkt, ja, das klappt bei mir so nicht. Vor allem habe ich zu dem Zeitpunkt schon, glaube ich, 5 oder 6 Mal versucht, das Antivirenprogramm drauf zu installieren. Und es war so eine lahmarschige Geschichte, das ist ständig abgebrochen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, das kann nicht stimmen. Da kann was nicht stimmen. Und bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, Mami, das Tablet spinnt, das Internet ist schlecht. Ich habe der Firma geschrieben, habe ihr die Blindkopie von der E-Mail zugeschickt, damit sie Bescheid weiß und alles, was ich geschrieben habe. Ja, und dann haben die gesagt, wir wollen es einschicken. Also Mom und ich. Schon mit Erfahrung vom Touch Smart seinerzeit, so dieses leichte Erinnerungswolkending kam über unseren Köpfen auf. Und wir dachten beide so, nicht, dass es wieder so eine Geschichte wird. Ja, also wir sitzen dann da, packen es ein, machen alles, richten das her, schicken es weg, hoffen das Beste, Gerät kommt zurück. Wir freuen uns, Gerät wieder da. Gerät sieht gut aus. Gerät steht da. Mutti und ich sagen, machen wir aber zusammen, weil ich möchte Zeugen haben. Sicher ist sicher. Mutti und ich drücken Anknopf, Warnbildschirm. System, irgendwas mit dem, das Windows konnte nicht richtig installiert werden. Und ich dachte mir, oh. Dann haben wir es hochgefahren, haben es gestartet, haben es eingerichtet und dann am Abend plötzlich, urplötzlich, merke ich, ohne dass ich irgendeinen Knopf gedrückt habe oder so, dass die ganze Tastatur und das Mauspad nicht mehr funktionieren. Ich denke mir so, hä? Ich probiere, denke nur so, Dann eben habe ich das Gerät neu gestartet, der Knopf und alles ging wieder plötzlich. Und ich dachte nur so, oh. Ich habe es meiner Mutter erzählt. Wir haben aber beide gesagt, naja, kann ja ein Aussetzer sein. Ein paar Tage später, ich mache die Wetter-App und merke, dass mein Tablet hat Denglisch gesprochen, also Deutsch-Englisch. Das System war komplett auf Deutsch eingerichtet, aber überall waren englische Sätze, sowas wie Sunrise and Sunset, aber dann bewölkt. Wo ich mir auch gedacht habe. Oder sowas wie Regenschauer. Ja. Und als dann die Tastatur ein zweites Mal ausgefallen ist, habe ich dann gedacht, okay, anhand dessen, dass wir ja da noch ein offenes Ticket hatten bei denen in der Bearbeitung, habe ich gedacht, gut, dann gucken wir. Und habe es nochmal geschrieben. 2 Tage später, das Ticket war zu. Ich dachte, nee. Ich habe ein neues Ticket eröffnet. Das Ticket war nach 2 Tagen wieder zu. Ich dachte, ach nee. Ich habe dann die Hotline angerufen. Die haben mir dann gesagt, ich bekomme eine E-Mail mit Anweisungen, was ich tun soll, damit es wieder funktioniert und alles. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann müsste ich es halt doch wieder einschicken. Und die würde ich dann innerhalb von 2 Tagen bekommen.
Ich habe an einem Donnerstag angerufen, also 2 Tage wäre Montag gewesen. Am Donnerstag drauf habe ich dann die E-Mail gekriegt. Also, ich weiß jetzt nicht, wie 48 Stunden bei denen gerechnet werden, aber jetzt haltet mich für einen Verschwörungstheoretiker, aber ich glaube, das waren keine 48 Stunden. Ja. In der E-Mail stand dann im Prinzip das drin, was die eh schon gemacht hatten. Und dann haben wir eben nochmal zurückgeschrieben, sie mögen uns doch bitte, ja, sie mögen uns doch bitte mal helfen, dass das so, also wir hätten das nicht gewollt, also so hätten wir es nicht dann gehabt. Und wir wollten doch dann bitte das Geld zurückhaben und alles. Und ja, Stand heute haben wir immer noch keine Antwort von dem Laden gekriegt, sind dann aber am Samstag, ne? Ja, am Samstag sind Mom und ich zusammen zum Mediamarkt, wo wir es gekauft haben, haben gesagt, das geht so gar nicht, da stimmt was nicht und wollten eigentlich lieber am liebsten das Geld zurückhaben. Aber ein sehr netter Mitarbeiter und auch wirklich super zuvorkommend, also der war und mega verständnisvoll, also es war ein super Service, das Zimmer vom Touch Smart war das Gegenteil der Fall, aber wir haben da anscheinend wirklich dran gearbeitet, das muss ich jetzt mal kurz an diesem Punkt lobend sagen. Und ja, da haben wir dann, hat der Mitarbeiter hat dann uns gesagt, die haben zweimal das Recht, das Gerät zu reparieren. Und wenn es dann nicht reparierbar ist, kriegt man wahrscheinlich das Geld zurück, aber eher kriegt man das Gerät zurück. Ehrlich gesagt, ich hätte lieber einen Pilz als nochmal das Gerät zurück, aber ja, gut. Wenn es zurückkommt und dann funktionieren würde, weil das Internet drauf war ja immer noch ganz schlecht und alles, dann wäre ich ja auch nicht unzufrieden. Ja, aber ich würde trotzdem lieber das Geld haben. Ja, gebe ich offen zu. Ja, und dann haben wir eben, schicken die das jetzt nochmal ein, damit dann eben, weil ich eben entdeckt habe, was wo ich richtig froh bin, dass ich das entdeckt habe am Abend. Rein vom Gesetz her sind die Verkäufer 6 Monate verpflichtet, das Gerät ohne Widerstand zu reparieren und die Kosten gehen dann auf sie. Das Ding ist bloß, in dem Moment, wo ich das Gerät über diese 6 Monate muss ich dann beweisen, dass ich das Gerät nicht kaputt gemacht habe. Davor müssen die beweisen, dass sie es, also sind sie in der Beweispflicht. Und ich habe entdeckt, eher durch Zufall, dass das Gerät habe ich am 30.01. gekauft und am 15.01. habe ich dann mich entschieden, wir gehen reklamieren. Und jetzt haltet mich für so ein bisschen Spinnerin, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die von der großen Firma, wo das Gerät herkommt, uns hingehalten haben nach dem Motto, Hauptsache die Garantie verfällt. Also das Gefühl hatte ich dann irgendwann, weil es schon ein bisschen komisch war, wie lange die für ihre Antworten brauchen. Naja, auf jeden Fall, jetzt ist es gerade in der Reparatur. Hoffentlich bleibt es da auch. Mom und ich, wir sind gestresst und genervt. Und ja, zum Thema Stress erzähle ich euch dann am Freitag was. Und das war's damit hiermit von diesem Video. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Mittwoch. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare unten rein, ob ihr dieses Phänomen auch schon mal erlebt habt, weil ich habe da irgendwie anscheinend echt ein Unglückshändchen. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder am Freitag. Ich muss jetzt meinen Hasen schon wieder von der Brücke holen. Also, Alk macht anscheinend Hasen suizidgefährdet. Also, hoffen wir mal nicht. Und ja, ich wünsche euch eine tolle Zeit. Wir sehen uns. Ciao.